Moinsen, ihr Menschen der Racing-Unterhaltung. Ich komme mal wieder reingeslidet mit einem neuen Video. Ich wollte diese Woche eigentlich gar keinen Guide machen zu Paul Ricard, weil ich mich da nicht so fit fühle. Aber dann habe ich heute mal ein neues Setup ausprobiert vom guten Luke. Findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und boy, oh boy, ist mir einer ausgerutscht heute. Und ich habe mich selber erschrocken, weil ich habe meine PB geschlagen, sowohl im Rennen als auch im Qualifying. Aber... dazu erfahrt ihr mehr nach dem Intro. Also, pfiuh. Da sind wir wieder. Wie immer, Track Guide. Wir gehen erstmal in die Runde rein. Wir gucken uns hier an. Und dann analysieren wir das und gucken das alles mal durch. Also, lasst uns mal ins Auto steigen und eine Runde drehen. Ist da einfach mal eine 1,53,687 bei rausgekommen. Und ich habe mich total erschrocken. Weil ich habe die Tage davor oder die Male davor, als Paul Ricard lief, bin ich immer in ein anderes Setup gefahren, das Go-Setup, weil es mir persönlich nicht so gut liegt. Also ich kann damit nicht so gut umgehen. Und da habe ich heute das ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, Mensch, Paul Ricard ist eine deiner Lieblingsstrecken. Guck doch einfach mal. Und schwuppdiwupp habe ich so ein Ding daraus gezwirbelt. Und man muss dazu sagen, da ist noch viel, viel Luft nach oben. Das werde ich euch jetzt auch gleich nochmal erklären, an welchen Stellen. Weil ich habe hier und da nochmal ein, zwei Gänge, die nicht so optimal sind. Und da diven wir jetzt einfach mal rein. Gucken wir nochmal an Anfang der Runde. Wir gehen wieder nach außen, dass wir alles sehen können. Wir machen hier noch schön das HUD an der Seite. Und dann diven wir hier mal rein. Ich meine, Startziel, da müssen wir nicht großartig was erklären. Hier kommt aber gleich eine Kleinigkeit, gleich am Anfang, die ich persönlich ein bisschen anders mache als andere. Und zwar solltet ihr, wenn ihr anfangt zu lernen, gleich auf den Streifen rauffahren. Rechts an der Seite und dann anfangen zu bremsen. Ich tue mich mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr schwer, das umzusetzen, weil sich das für mich einfach, okay, nicht so natürlich anfühlt, von außen reinzufahren. Damit habt ihr aber die Möglichkeit, noch mehr Schwung mit in die Kurve zu nehmen und mehr Fläche zu haben. Denkt immer daran, ihr bezahlt die ganze Strecke, also nutzt die ganze Strecke. Hier also schon mal der erste Fehler meinerseits. Wenn wir da jetzt auf die Kurve drauf zufahren, seht ihr, ich fahre dort nicht rüber und ihr könnt hier ruhig das halbe Auto da drüben versenken und habt dadurch natürlich mehr Raum in die Kurve rein. Dann hier auch mit dem BMW. Ich fahre runter bis in den zweiten Gang, kannst du aber auch im dritten fahren und bist auch mit dem dritten schneller. Was ich dann nicht hinkriege, ist die Folgekurve im dritten Gang.
Das zeige ich euch jetzt gleich. Also wenn wir jetzt hier reinfahren und uns hier an diesen Würstchen orientieren, da könnt ihr übrigens schon sehr, sehr nah ranfahren. Müsst ihr euch mal ein bisschen so rantasten, wie weit ihr wirklich da rankommt, weil hier kann man sehr schnell einen Cut bekommen. Dementsprechend schön gemacht rantasten, wie eng ihr diese Kurve dann nehmen könnt. Hier ist das schon relativ gut, also ist schon Maximum, was geht. Und dadurch, dass ich jetzt hier im zweiten fahre, habe ich folgenden Vorteil. Ich kann hier oben fast mit Vollgas durchfahren. Ich habe das jetzt in der Runde, habe ich das nicht gemacht. Und ich bin noch einmal ganz kurz noch am Bremsen. Aber dadurch, dass man hier in den zweiten geht, kommt man hier oben im dritten mit Vollgas wieder raus. Habe ich, wie gesagt, in dem Versuch jetzt nicht ganz geschafft, aber funktioniert. Im dritten Gang, das habe ich heute im Stream auch nochmal probiert, habe ich das nicht hingekriegt. Das ist aber auch einfach Übungssache, weil ich mit dem zweiten begonnen habe und das kriegst du halt nicht so schnell wieder raus. So, wenn ihr jetzt hier rüberfahrt, müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Mit einigen Autos ist dieses Curb echt Lava. Also gerade zum Beispiel mit dem Ferrari, McLaren, die werden da sehr, sehr unruhig. Der BMW ist natürlich wieder der übliche Pampers-Bomber. Ach, was interessiert mich das? Babatz rüber über das Ding. Dann kann man hier schon schön eng fahren. Hier sieht man auch, ich gehe ganz bisschen vom Gas und nochmal auf die Bremse. Und dann könnt ihr hier schön rausbeschleunigen. Und auch hier an der Stelle, denkt bitte dran, ihr habt die ganze Strecke bezahlt. Also nutzt auch die ganze Strecke. Diese Poller hier, die solltet ihr niemals überfahren, weil dann gibt es einen Cut. Und den gibt es hier vorne sehr, sehr schnell. Also diese Kurvenkombination schön mit Vorsicht genießen, Platz nutzen, aber nicht zu viel, weil sonst sammelt ihr Cuts. Und Paul Ricard ist, würde ich mal sagen, relativ verzeihlich, was das angeht. Man muss hier nicht so viele Cuts sammeln. Gut, wir beschleunigen dann hier einfach raus an der Stelle und fahren auf die nächste Kurve zu. Da gibt es einen schönen Referenzpunkt zum Bremsen. Und zwar ist hier vorne die 100-Meter-Linie. Und dann sieht man hier vorne auch an der Seite auf dem Blauen, da fängt nochmal wieder das an, etwas dunkler zu werden. Und das ist für mich immer mein optischer Punkt, wo ich bremsen kann. Und ansonsten ist die 100-Meter-Linie, weil das seht ihr natürlich nur im Optimum, ne? Wenn die Strecke auf Optimum steht. Oder im Dunkeln wird es hier auch schwierig. Aber am Anfang, wenn du trainierst, programmierst du das ja eh in deinen Körper erstmal ein und dann machst du es nachher, sag ich mal, aus Gefühl. Hier gibt es auch eine kleine Änderung zu meinem Fahrstil. Hier sollte man optimalerweise diese Kurve im dritten Gang nehmen. Ich nehme sie im zweiten Gang, weil es für mich ein bisschen bequemer ist und sich das Auto irgendwie ein bisschen besser anfühlt. Also, wenn wir jetzt hier drauf zufahren und wir gucken uns das mal wieder langsam an, kann man sich hier auch wieder an diesen gelben Pollern orientieren. Ich gehe jetzt, wie gesagt, hier in den zweiten Gang rein. Hier kann man aber auch schön im dritten Gang durchziehen. Und dann positioniert man sich hier vorne in der Mitte. Und dann gibt es hier eine Kleinigkeit, die ist gar nicht mal so unwichtig, dass man nochmal ganz kurz die Bremse antippt. Weil ihr nämlich jetzt dadurch, dass ihr so eine ganz starke Rechtskurve fahrt, will das Auto natürlich logischerweise mit seinen Kräften zieht er nach da und du kommst halt nicht zum Einlenken. Und dadurch, dass du nochmal kurz auf die Bremse tippst, bewegt sich das Auto einfacher auf die linke Seite. Und du kannst dann sozusagen durch die Kurve ganz gemütlich durchsliden. Hier kann man auch ordentlich Curb mitnehmen. Wie gesagt, kurz nochmal die Bremse antreten. Hier nochmal ein bisschen nachkorrigiert, ein ganz kleines bisschen. Das ist so eine, ja, ich will nicht sagen, eine Krankheit meinerseits. Mir hat der gute Nils Naujoks hat mal gesagt, ich bin super bremsfaul. Und seitdem bin ich nicht mehr so bremsfaul und bremse vielleicht das ein oder andere Mal mehr. Könnte eventuell daran liegen, dass zwischendurch nochmal ein bisschen Pace liegt. Aber für mich fühlte sich das in dem Moment besser an, das Auto dann hier um die Kurve zu kriegen. Die Kurve, die jetzt kommt, ist ein bisschen tricky, weil hier gibt es nicht wirklich einen Bremspunkt. Also man sieht hier irgendwie nichts. Man könnte sich jetzt hier dran orientieren. Ich finde aber, dass das durch die Kurvenkombination ziemlich schwer ist, das noch zu erfassen, weil du hast ja den langen Bremsvorgang. Dann nochmal runterschalten, nochmal auf die Bremse treten. Das Auto ist natürlich auf dem Curb ein bisschen unruhig. Und sich dann hier nochmal drauf zu fokussieren, ist ein bisschen schwierig. Für mich ist das hier, und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so sehen könnt, aber für mich ist das hier der Bremspunkt. Hier in der Mitte ist so ein kleiner schwarzer, sag ich mal, Strich, der ein bisschen dunkler ist. Und da ist für mich mein Bremspunkt. Und heute habe ich rausgefunden für mich,
Man muss hier gar nicht so viel und wild bremsen, sondern einfach das Auto ein bisschen runterbremsen und auch noch ein Stück laufen lassen, weil das für mich gefühlt ein bisschen schneller ist. Das heißt, hier kommt jetzt der Punkt. Ich positioniere mich natürlich ein bisschen weiter links, so gut wie es geht, wie die Kräfte das jetzt zulassen. Hier müsst ihr, wie gesagt, auch ein bisschen aufpassen, weil ihr durch diese schnellen Kurvenwechsel sehr viel Kräftewechsel habt auf dem Auto. Und dadurch kann das natürlich vorkommen, dass euch auch hier mal kurz das Auto wegfliegt, ne? Da ist das Anbremsen oder zwischendurch mal kurz auf die Bremse tippen, holt das Auto natürlich wieder schön nach vorne und fängt das dann wieder ein. So, also hier kurz mal auf die Bremse treten, nicht wirklich wild oder viel, und dann lässt du den hier in die Kurve reinlaufen und dann kannst du eigentlich auf dem Apex, der jetzt hier ist, kannst du wieder aufs Gas treten. Und dann kommst du hier schön geschmeidig raus. Hier kannst du auch wieder schön weit fahren. Die Strecke kannst du ausnutzen. Und hier an der Stelle ist mir heute was aufgefallen, weil das nämlich bei allen Autos für mich eine absolute Schwierigkeit ist. A, übers Curb fahren, was jetzt hier rechts an der Seite kommt. Und B, vernünftig raus zu beschleunigen, ohne dass das Heck rutscht. Weil das super, super wichtig ist, weil jetzt kommt nämlich die Gerade danach. Und der Exit aus dieser Kurve bestimmt, wie schnell du auf der Geraden bist. Weil wenn du hier nicht ordentlich rauskommst, bist du auf der langen Geraden, kannst du Pech haben, weil der Hintermann natürlich übelst viel Zeit hat, mit Windschatten wieder an dich ranzukommen. Mit dem BMW geht das im zweiten Gang. Im dritten ist es aber noch schneller, weil du viel, viel früher ans Gas kommst. Also du gehst jetzt hier kurz vom Gas runter, lässt ihn in die Kurve reinlaufen. Es gibt da keinen spezifischen Punkt, den man, sag ich mal, visuell sehen kann, links an der Seite. Das ist wirklich so irgendwann mal so eine Gefühlssache. Man könnte jetzt sagen, hier vorne, wo es aufhört, dass der Abrieb auf dem Körper ist, könnte man das machen. Ich muss euch aber wirklich gestehen, ich mache das nach Gefühl und ich achte gar nicht hier drauf. Also für euch jetzt als visueller Punkt am Anfang zum Lernen wäre hier das Körper, als auch hier vorne der Abrieb, den ihr nehmen könnt dafür. Also gehen wir da mal in die Kurve rein. Ich tippe jetzt noch mal ganz kurz auf die Bremse, damit das Auto sich kurz sammelt und rumzieht. Und dann fahre ich ein bisschen auf das Curb rauf und beschleunige eigentlich auch gleich wieder raus. Was sehr, sehr cool ist, und das habe ich heute probiert, wenn du so fährst, kann das sein, dass dir das Heck ein bisschen rutscht. Und dadurch, dass dir das Heck ein bisschen rutscht, hast du Schwierigkeiten, dich vernünftig zu positionieren, um auf die Gerade zu kommen. Wenn du das im dritten Gang machst, musst du A, nicht so lange vom Gas gehen. B, fährst du untertourig raus. Das heißt, der hat gar nicht so viel Bums, dass er dir auf der Hinterachse wegrutschen kann. Und C, hast du unglaublich viel Speed für die Gerade, weil du halt super wegkommst. Also musst du mal für dich probieren, wenn du dran sitzt, ob du es im zweiten oder im dritten machst. Jetzt natürlich passe ich für den BMW. Mit den anderen Autos ist das ein bisschen anders, wie du ihn hier rauskriegst, ob du so viel Curb mitnehmen kannst, ob du nicht so viel Curb nehmen kannst, wie dein Setup aufgestellt ist. Da musst du dann vielleicht ein bisschen feinfühliger aufs Gas gehen, weil du wirst jetzt hier so eine ganz langgezogene rechts haben und dann musst du ganz schnell wieder nach links. Und das kann schon gut passieren, dadurch, dass du die Lenkung natürlich super, super eng machst, dass dir das Auto dann vielleicht flöten geht. Also hier ein bisschen mit Gemach. So, dann kommen wir hier auf die Gerade. Da gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Die Kurve kann man schön eng nehmen. Man kann auch hier draußen richtig weit rausfahren. Das Einzige, was ist, du musst hier neben den Pollern wieder reinfahren. Mehr musst du nicht beachten. Du kannst die Kurve wirklich übelst weit fahren. Bis raus. Mach. Nimm. Gib ihm. So, dann fahren wir auf der Geraden. Da gibt es jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu sagen. Das ist der schwerste Teil der Strecke, logischerweise. Weil dich natürlich Leute überholen können. Windschatten, wie stellst du dich am dämlichsten an? Im Grunde genommen ist es nur geradeaus. Mehr ist. Die nächste Kurve. Da kannst du sehr schnell sterben, weil hier oben entscheidet sich alles über Leben und Tod und wie deine Runde aussieht. Muss man am Anfang sich ein bisschen, sag ich mal, rantasten und ranfuchsen, weil es mit jedem Auto ist es ein bisschen anders. Je nachdem, wie dein Setup aufgestellt ist, kann dein Auto wegfliegen, du musst früher bremsen, später bremsen oder gar nicht so viel bremsen. Ich glaube, mit dem Porsche muss man nicht mal bremsen, da fährt man einfach rein und schaltet runter.
Also es ist wirklich von Auto zu Auto super, super unterschiedlich. Mit dem BMW ist für mich hier vorne wieder der Abrieb auf dem Curb, der Punkt, an den ich mich orientiere. Und in meinem Kopf, um das jetzt mal wiederzugeben, ist einfach kurz in die Bremse stempeln, runterschalten und reinlaufen lassen. Mehr ist es nicht. Also nicht irgendwie ein super langer Bremsvorgang, sondern wirklich nur ganz kurz, bam, batz, runterschalten in fünften und Feuer, gib ihm. So, dann gucken wir uns das mal an, wie es aussieht. Hier kommt jetzt der Punkt. Ich habe reingebremst. Man sieht auch, dass das Auto so leicht sich reinschiebt. Und dann fahre ich auf die Kurve zu. Ich korrigiere, glaube ich, nochmal ein ganz kleines Stück nach. Lass die Bremse ein ganz kleines bisschen schleifen. Und hier vorne ist für mich immer der Punkt, wo ich sage, jo, hier kann ich Gas geben. Als Orientierungspunkt für euch da draußen, wenn ihr richtig, richtig, richtig schnell seid, dann habt ihr hier oben an dem letzten Poller 240 drauf. 242, 243, 240, so in dem Dreh habt ihr da oben drauf. Dann seid ihr richtig gut durchgekommen. Und da musst du für dich selber mal gucken, wie es am besten läuft. Du kannst hier auch wieder super, super weit rausfahren. Und auch hier gilt wieder, die Poller sind deine Orientierung. Bist du neben dem Poller, wird es ein Cut. Das heißt, taste dich ran, bremst immer mal ein bisschen später oder ein bisschen früher, je nachdem, schmeiß dich da rein und hab davor wirklich keine Angst. Denkt immer bitte daran, bei Mittelmotoren ist es oft so, dass Autos es lieber haben, wenn du in den Kurven am Gas dran bist. Das heißt, zum Beispiel McLaren möchtest der möchte immer so ein bisschen Gas haben, damit der Zug auf dem Auto hat, dass das nicht abfliegt. Mit anderen, beim BMW kannst du auch ein bisschen rollen lassen, aber ganz kleines Müh Zwischengas. Und so musst du dich jetzt hier ranfuchsen an der Kurve. Und dann solltest du gucken, bei mir ist es jetzt, guck mal, 231, 232, 235. Also bei 240 solltest du hier oben ankommen, dann ist Optimum. Also ich habe das heute mal Florian Dürkop zugeguckt. Der ist eine 1,529 gefahren und der ist fast immer konstant hier oben mit 240 rausgekommen, so im Schnitt. Also 240 ist eine gute Orientierung. Das heißt, ich bin auch noch 5 km/h langsamer an der Stelle. So. Dann fährst du hier auf die Kurve zu und hier sehen wir auch nichts, woran wir uns so wirklich orientieren können fürs Bremsen. Und die ist auch ein bisschen tricky. Hier vorne ist für mich so ein visueller Punkt, wieder so eine Verfärbung, wo ich anfange zu bremsen. Ich fange hier sogar an der Stelle sogar früher an zu bremsen. Weil ich nämlich heute mal ausprobiert habe, wie es ist, wenn ich den einfach lange, lange, lange laufen lasse. Also hier vorne für dich wieder visueller Punkt, anbremsen und dann wollen wir in den dritten Gang rein. Hier gibt es so ein bisschen, ich sag mal, einen kleinen Trick. Wir gehen jetzt erstmal in den vierten, hören auf zu bremsen, lassen den laufen und schalten dann wieder in den dritten. Das schaffe ich nicht immer, also ich selber. So sollte es im Optimum eigentlich laufen. Das heißt, wir gehen jetzt hier auf die Bremse. Und dann peilen wir das Stückchen hier an, also nicht voll drauf fahren, sondern wir peilen an, dass wir dahin wollen. Und dann wollen wir uns durch die Kurve tragen lassen und ganz weit nach außen zum Curb, dass wir uns am Ende in die zweite Kurve reinrollen lassen können. Bei mir sieht man jetzt gerade, ich habe dadurch sehr viel Geschwindigkeit eingebüßt, dadurch, dass ich jetzt in den dritten reingehe. Ich habe noch genug Geschwindigkeit, aber ich stehe immer noch auf der Bremse. Und verliere selber auch Schwung für die nächste Kurve. Das kann man definitiv besser machen. Also lassen wir uns jetzt hier durch die Kurve tragen und wir wollen uns so weit wie es geht nach außen orientieren. Bitte habt keine Angst vor eurem Auto. Euer Auto wird instabil, es wird ein bisschen rutschen am Anfang. Macht's einfach. Also probiert es wirklich damit zu lernen, umzugehen, weil das hier ist eine Kurve, wo das Auto schon zu gewissen Teilen an extremen, also in extremen Situationen läuft. Also es wird extrem schieben und machen und dir sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und du musst dem Pony dann sagen, nee, warte mal kurz, ich bin hier Chefe, du machst jetzt, was ich will. Das heißt, einfach kurz nochmal vielleicht auf die Bremse gehen und dich da rantasten, dass du vielleicht beim nächsten Versuch nicht so doll rutscht, dass du für dich einfach das Optimum findest für dich und dein Setup an der Stelle. Also lass dich schön weit nach außen tragen. Lass den einfach rollen. Ich gehe jetzt hier an der Stelle nochmal in den zweiten Gang. Muss man nicht. Im dritten wäre man schneller.
Ich habe das am Anfang, also bevor ich mit Niklas Huben darüber mal gesprochen habe oder er mir den Tipp gegeben hat, habe ich das immer gemacht, dass ich ins Zweiten komme, damit er nochmal so ein bisschen weiter nach rechts reinfällt. Es geht aber auch im Dritten. An der Stelle. Und es ist auch schneller im Dritten. Und dann gehen wir hier unten schön, wenn wir uns hier reinfallen lassen, aufs Gas und beschleunigen wieder raus. Die Kurve ist wirklich super, super tricky. Und da kann man hunderte, 200 Versuche drin versenken, bis man das irgendwann mal verstanden hat. Und mit verstehen meine ich nicht, die Theorie zu verstehen, sondern dass dein Körper versteht, was er machen muss. Weil es gibt hier wirklich keinerlei Anhaltspunkte für irgendetwas. Nicht wirklich. Und die ist super schnell. Ne? Also man sieht jetzt hier, wir gehen auf eine Bremse, ich lasse das nochmal mal laufen. Dann lassen wir uns durchtragen, einfach rollen. Ich gebe nochmal ein bisschen Zwischengas. Hier lasse ich mich reinfallen und dann beschleunige ich raus. Und das ist super tricky. Und man kann unglaublich viel Zeit verlieren, wenn man zu viel A vorne anbremst, zu viel zwischendrin bremst, nicht früh genug aufs Gas rangeht. Und was ich euch dazu auch noch sagen kann, wenn ihr Menschen habt, die hinter euch fahren und die verfolgen euch und sie schaffen es aber nicht, weil dein erster Sektor ist stark und sie schaffen es nicht auf der Geraden, ist hier eine Kurve, wo oft Menschen rechts sich neben dich setzen und reingehen. Und das ist das A und O in der Kurve, dass ihr wirklich darauf ein Augenmerk setzt, die richtig hinzukriegen, diese beiden Kurven. Weil sonst kackt ihr nämlich ab. Weil es gibt Menschen, die sind im dritten Sektor unfassbar schnell. Es gibt auch Autos, die sind viel, viel schneller im dritten Sektor. Beispielsweise Mittelmotoren haben hier einen relativ guten dritten Sektor und auch einen schnelleren. Das ist mit dem BMW, der jetzt, sag ich mal, ein bisschen träge ist, nicht ganz so einfach. Also bei der Kurve hier fassen wir das nochmal ganz kurz zusammen. Hier vorne so ein bisschen die Verfärbung ins Auge fassen, bremsen, runtergehen in den dritten. Und dann lassen wir die Karre einfach laufen. Wenn du dich unsicher fühlst und denkst, oh, ich krieg die Kurve nicht, dann gehst du nochmal in den zweiten, lässt dich reinfallen und gibst Gas. Man kann hier übrigens noch weiter rausfahren. Ne? Auch ich habe die ganze Strecke bezahlt und ich nutze sie nicht. Also an der Stelle, netter Hinweis an dich, du Clown, der das gerade aufnimmt, fahr doch nochmal ein bisschen weiter nach links. Da ist noch Platz, weil dann hast du auch noch ein bisschen mehr Schwung. So. Und dann beschleunigen wir hier raus. Das Curb kann man auch ein gutes Stückchen noch mitnehmen. Und dann kommen wir zur nächsten Kurve, die auch relativ tricky ist, würde ich sagen. Aber einfach handelbar, weil das ist so eine langgezogene Linkskurve, wo man sich so ein bisschen reinfallen lassen muss. Und da kann man auch so viel falsch machen. Und es gibt so viele verschiedene Varianten, die zu fahren. Höre auf. Hier vorne ist wieder so eine Verfärbung. Auf der Höhe vom zweiten Poller. Falls der irgendwann mal nicht da sein sollte, kann man sich hier an dieser schwarzen Verfärbung orientieren. Irgendwann machst du das wirklich. Und glaub mir, wenn du viel fährst, machst du das irgendwann von ganz alleine. Also wirklich, dein Körper macht das von alleine. Du siehst es nicht, sondern du fährst einfach, ah, hier muss ich bremsen. Dann fährst du hier drauf zu. Und dann hämmerst du hier in den Anker. Und dann gehst du in den zweiten Gang. Und dann lässt du den Apparat schleifen. Und dann lässt du den einfach laufen. Laufen, 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 laufen. Und dann siehst du hier irgendwann so eine Verfärbung. Das kriegst du auch irgendwann von alleine mit. Und hier ist auch noch so ein vom Curb ein Strich. Und zwischen diesen und diesen fängst du wieder an, Gas zu geben. Und dann lässt sich hier rumlaufen und dann beschleunigst du einfach raus. Auch hier an der Stelle bist du zu früh und zu doll drauf. Geht's ab auf den Parkplatz. Dann kommt das Heck und dann ist Spinalla angesagt. Auch hier entwickle ein Gefühl. Also bei diesen langgezogenen Kurven einfach ein bisschen Gefühl entwickeln, was dein Auto sagt, so ob es im Lenkrad schmiert, ob du kein Force Feedback hast, ob er Grip hat. Also Paul Ricard ist wirklich von der Kommunikation zwischen dir und deinem Lenkrad super, super wichtig. Außer du bist ein Naturtalent, du brauchst diesen ganzen Kikifax nicht, der sich Force Feedback nennt und fährst einfach irgendwie mit Controller oder mit einem Lenkrad ohne. Force Feedback soll es auch geben. Dann bringt dir das natürlich nichts, wenn ich dir das jetzt sage. Aber an der Stelle, dein Lenkrad kommuniziert schon mit dir. Und dein Auto wird dir auch sagen, wenn er schiebt oder rutscht. Und da musst du wirklich darauf achten, gerade in solchen Kurven, beim Lernen, wann rutscht er und wann schiebt er.
Weil wenn du hier zu doll, sag ich mal, einlenkst, dann fängt er irgendwann an, über die Vorderachse zu schieben und dann steht dein Rad steht krumm und du versuchst ihn um die Kurve zu schieben. Also schön geschmeidig reinfallen lassen, laufen lassen und dann gehst du auf den Pinsel, wenn das für dich visuell im Auge cute und dann kannst du hier raus. Ist super simpel. Wenn wir uns das jetzt hier mal nochmal reverse angucken und dann in einem Ritt nochmal durch, dann wirst du sehen, es einfach weit raustragen lassen, rum und dann war an der Seite jetzt der Strich und dann gibst du Gas. Und dann fährst du einfach raus. Ganz geschmeidig. Beim Curb an der Seite, auch nochmal für dich ein Hinweis, das ist wie bei den anderen Kurven, bis hier drüber gibt es einen Cut. Oder ein Warning, je nachdem. Auch nochmal ein kleiner Tipp für mich. An der Stelle, versuche am Anfang deine schnellste Runde hinzustellen. Also so in den ersten zwei, drei Runden. Weil dann sind deine Track Limits ein bisschen zärtlicher. Weil dann gibt es nämlich nur No Time Gained. Das heißt, sagen wir mal, du würdest in den ersten zwei Runden eine 1,53,8 fahren. Und dann fährst du konstant irgendwas eine 1,40, Heisebu! Eine 1,54 tief. Und du würdest jetzt hier mit dem Rad rauskommen, dann kriegst du halt No Time Gained. Also, wie gesagt, bis du deine erste schnelle Runde hingestellt hast, mach ein bisschen Piano und danach kannst du ein bisschen schärfer reingehen, weil da gibt es No Time Gained und nicht gleich einen Cut. Ne? So, also hier an der Seite die Striche. Und dann kommen wir wieder auf so eine langgezogene Kurve. Paul Ricard, super viel davon. Und ich feiere das total. Ist einer meiner absoluten Lieblingsstrecken. Und alle immer so, brrr, Paul Ricard, ey. Und ich immer so, yeah, Paul Ricard, woo, let's go. Hier haben wir wieder so einen Punkt in der Mitte. Da. Ist für mich Bremspunkt. Ist eine Ansage, wo mein Auge sagt, okay, da geht's rein. Dahinter wird's kritisch, davor ist okay. Hier an der Stelle gibt es zwei unterschiedliche Varianten, möchte ich sagen. Man kann sie komplett im dritten Gang fahren. Ich fahre sie im dritten und im zweiten. Fühle ich mich irgendwie komfortabler mit. Das heißt, hier kommt jetzt wieder der Punkt. Ne? Da fängt man sogar direkt drauf an zu bremsen. Ich orientiere mich dann wieder hier schön am Curb. Und ich möchte hier vorne, ab diesem Poller, möchte ich meine Reisegeschwindigkeit für die Kurve erreicht haben. Das heißt nicht, dass ich danach nicht nochmal ganz seichte Korrekturen auf der Bremse habe, sondern ich möchte dort meine Reisegeschwindigkeit haben, dass ich nicht nochmal volle Esse ins Brikett rein muss. Und bis dahin möchte ich auch versuchen, immer den zweiten Gang schon drin zu haben. Wenn du es nicht im dritten fährst. Ich fahre es im zweiten. Also versuche ich jetzt bis hier vorne, sieht man ja, habe ich jetzt geschafft. Und dann fahre ich hier schön nah an der Kurve rum. Und versuche mich so zu orientieren, dass ich hier vorne, ab dem einen Strich, der da jetzt eben gerade aufgeploppt ist, hier, der ist nämlich ein bisschen dicker von der Perspektive her. Ab da an möchte ich dann wieder so ganz zärtlich aufs Gas gehen und das Auto noch ein bisschen mit rumbeschleunigen. Man kann sie im dritten Gang fahren. Da muss man nicht wirklich aufs Gas gehen, weil dann hat er noch genug Schwung. Aber ich finde es ein bisschen ätzend, hier hinten von dritten in den ersten Gang reinzubremsen. Und das macht komische Sachen mit meinem Kopf. Frag mich nicht, wieso, aber das macht komische Sachen mit meinem Kopf und ich bin dann total überfordert an der Stelle. So, und dann fahren wir hier schön auf die Seite zu. Und hier ist der dritte Strich. Das ist übrigens einer der schönen Punkte, weil den kann man sehen. Hier ist der dritte Strich und das ist für dich visuell der Punkt. Aha, hier muss ich bremsen. Dann versuchst du dich so weit wie es geht nach außen zu orientieren. Und dann lässt du wieder schön die Bremse schleifen. Schmiegst dich hier richtig schön ans Curb ran. Und dann gehst du auf den Apex, gehst du wieder volles Radieschen drauf. Und dann fährst du da durch. Mal so ein kleiner Hint mit dem BMW. Also gerade jetzt beispielsweise mit dem Setup, ne, falls ihr das von Luke fahren solltet. Und auch einige andere. Diese Kurve sollte man mit etwas weniger TC fahren. Also irgendwas so bei 5, 6, wenn du gut bist, eine 4. Ich krieg's nicht hin, weil, wie gesagt, diese Kurve überfordert mich so sehr, dass ich diesen Knopf auf meinem Lenkrad nicht drücken kann. Vielleicht kommt das noch mit der Zeit.
Aber das ist eine der wenigen Kurven, wo du die TC nochmal runterstellen kannst. Was für die meisten, die sich einen Trackguide angucken, nicht wirklich von Relevanz ist. Aber behalt das mal im Hinterkopf, falls du dich irgendwann sicher fühlst, du fährst so eine 54 tief oder eine 54 Mitte und sagst dir so, jo, ich könnte noch ein bisschen Zeit rauskitzeln. Denk an die TC in der letzten Kurve, falls du BMW fährst. Andere Autos kommen da natürlich ein bisschen besser raus als der BMW mit TC8, den man in den meisten Fällen aktuell so fährt. Und dann haben wir die Strecke mit Bravour gemeistert und eine 1,53,6 auf den Tacho geknallt. Nun, ist jetzt nicht die schlechteste Zeit, aber auch nicht die beste Zeit. Es gibt Leute, die fahren 1,52 ganz weit unten im Keller. An dem Punkt bin ich leider noch nicht. Aber eine 1,53 finde ich persönlich trotzdem schon sehr, sehr schnell und ich habe mich unglaublich gefreut darüber heute. Meine vorige PB war eine 1,53,5. Nee, stimmt gar nicht, Entschuldigung. Eine 1,53,8, also eine 7 hoch. Und im Rennen bin ich eine 1,54,1 gefahren. Und das habe ich heute auch geschafft, auf eine 1,53,7 zu kriegen. BMW ist wirklich sehr schnuckelig auf Paul Ricard. Wie gesagt, das Setup findet ihr unten in der Beschreibung. Das ist bei Popometer drin. Bin ich wirklich ein ganz, ganz großer Fan von diesem Setup. Fühlt sich unglaublich schön an. Ich habe auch unten drunter eine kleine Review geschrieben, falls ihr euch die durchlesen möchtet. Und dann bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du konntest irgendwas lernen. Ich hoffe, du kannst mir irgendwas beibringen, wenn du etwas siehst, wo du sagst, puh, Dizzy, da könntest du noch ein bisschen was besser machen. Schreib mir das doch einfach in die Kommentare und wir lernen gemeinsam voneinander. Ansonsten wünsche ich dir einen unglaublich schönen Tag. Bedanke mich, dass du deine Zeit mir geschenkt hast. Würde mich sehr über einen Daumen freuen. Vielleicht auch ein Abo mit einer Glocke. Teil das mit deiner Familie, Freund, Hund, Katze, Wellensittich, meinetwegen auch deinem Hamster. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Dankeschön. Tschüss.